Ein herzliches Hallo an alle Camper von Mika Caravan. Das Zeichen, was ihr hier seht, kennt, glaube ich, so ziemlich jeder. Und ich möchte euch heute mal ein bisschen ein anderes Video zeigen, sondern ein Emotionsvideo möchte ich es mal nennen. Der Camper Tobi hatte es das letzte Mal, wie er hier war und wir ein kleines Video gemacht haben, auch schon mal angeteasert. Es ist ja schon was Spezielles. Es ist ein Tabard aus dem Jahre 1995. Und ich gehe jetzt nur kurz mal außen, weil das Äußere ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also er ist top gepflegt, wie man hier sieht. Richtig schick. Alles super. Die ganzen Keder werden da neu nachgezogen, nachgemalt und erneuert. Die Rahmen von den Fenstern, alles richtig schick. Also richtig, richtig top gepflegt. Aber worum es mir eigentlich geht, ist eher das Innere. Und das Fahrzeug gehört einem jungen Pärchen. Ich habe mir da die Erlaubnis geholt. Der steht jetzt hier, weil wir da ein paar Kleinigkeiten dran machen. Es ist ein Wohnwagen und der Wunsch war ja auch von euch immer wieder mal zwischendurch vielleicht auch mal einen Wohnwagen abzufilmen. Da dieser aber aus dem Januar 1995 ist, finde ich mit viel, viel, viel Liebe und Detail, wo hier der Kunde reingesteckt hat, möchte ich euch den einfach nicht vorenthalten und möchte euch dieses auch mal präsentieren. Also hier schon mal die wunderschöne Dinette, sprich Rundsitzgruppe, hier im Heck verbaut, die Polster alle mühsam neu aufgepolstert, wieder schick gemacht. Hier die Felle zur Dekoration, überall neue Lampen reingemacht, so indirekte Beleuchtungen, alles dimmbar. Ich habe es jetzt mal extra nicht so hell gemacht. Also richtig schick, mega. Ich muss jetzt sagen, ich glaube, das kommt jetzt auf der Kamera gar nicht so intensiv rüber, wie wenn man es hier live sieht. Dann oben die Schränke, die einzelnen Türchen, die ganzen alten Schlösser ausgebaut, alles von Hand neu lackiert. Und also es ist wahnsinnig viel Liebe im Detail, viel Arbeit, richtig schön. Also ich bin total geflasht. Also das ist phänomenal. Dann auch hier von der Dekoration her, gehen wir mal einen Schwenk über die Küche. Die Maschinen wiederum in der Farbe von den Türen. Schön abgestimmt. Hier unten natürlich die Türe weiter. Die schicken Teppiche dazu. Zu dem Boden. Also es passt hier einfach wirklich alles. So ein bisschen Fliesen da hingemacht, natürlich aus PVC, aber wunderbar. Dann oben die alte Uhr, schön an, also mega. Ich bin total begeistert von dem Fahrzeug. Und jetzt machen wir hier noch einen kleinen Schwenk über den Boden. Hier eine kleine Vitrine. Auch schön gestaltet, schön ausdekoriert. Dann haben wir hier normalerweise natürlich den Fernseher stehen. Der steht jetzt nicht da, weil das Fahrzeug steht ja bei uns in der Werkstatt. Jetzt laufe ich mit euch mal hinter in den Schlafbereich und jetzt filme ich hier mal rein. Da sieht man schon, was ist das nicht schön. Also allein schon diese Sicht finde ich Wahnsinn. Auch wieder mit viel Liebe, so richtig schön. Also ich bin, ja, ich muss sagen, ich bin wirklich total geflasht. Begeistert, also mir gefällt das Fahrzeug so gut. Wir machen jetzt hier natürlich keine Türchen auf, bis auf die, wo ich mir die Erlaubnis geholt habe, mal reinfilmen zu dürfen. Auch hier oben die schönen Girlanden hingemacht, alles auch wieder dimmbar. Es ist phänomenal. Es ist eine ganz junge Familie, die sich das Fahrzeug wirklich mit viel, viel Mühe hier aufbereitet haben. Also ich finde es einfach nur mega. Ich möchte auch gar nicht so in die technischen Details gehen, weil hier zählt einfach nur die Optik und die mühselige Arbeit, wirklich alles, ich sage schon fast, ja, restaurieren kann man nicht sagen, aber alles schön herrichten.
Jetzt schaut man hier die Badezimmertür, schön bemalt mit der Blume. Auch wieder hier die Garderobe, neu bezogen mit dem Stoff. Also phänomenal. Und jetzt zeige ich euch noch ein Highlight. Also für mich ist es ein absolutes Highlight, nämlich die Badezimmer, das Badezimmer. Passt auf. Also das ist, machen wir mal hier die Tür auf und dann gucken wir hier mal rein. Ist das nicht schön? Oh, ist das nicht schön? Oh, hier wird die Fliesen an die Wand gemacht. Schön ausdekoriert. Guckt euch das an. Ich krieg's jetzt leider auf der Kamera, ist das immer so eine Sache. Da kommt das natürlich nicht ganz so schön rüber, wie es jetzt in Wirklichkeit hier. Aber ich finde das mit den Blumentöpfen, mit den, ja, mit den Haltestangen da, mit den Hakenstangen. Richtig, richtig schick. Der alte Spiegel an der Wand. Also top gepflegt, top schön. Geputzt, absilikoniert, neu beklebt alles, neu instand gesetzt, neue Spiegel hingemacht, überall die neuen Lampen. Ja, allein schon die Tür auch von außen, ne? Mit dem schönen Muster da drauf gemalt. Also ich finde es einfach totschick und irre schön. Und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil ja, das ist einfach genial, das Fahrzeug. 1995 hat ja doch schon ein paar Jahre auf der Achse, aber dennoch wirklich, wirklich toll gepflegt. Und wir machen jetzt auch noch ein paar technische Sachen wieder fit. Der hat auch die kompletten Wasserschläuche hier in dem Fahrzeug sind neu verlegt worden. Die alten sind alle rausgemacht worden. Die ganze Elektrik ist neu gemacht worden, es wurden Dimmer verbaut und. Also auf den heutigen Stand der Komforttechnik und dennoch ist fast ein historisches Fahrzeug, noch nicht ganz, da brauchen wir noch ein bisschen, aber nicht mehr lang. Und aber wunderschön. So kann man sich auch ein älteres Modell an Wohnwagen richtig schön gestalten. In diesem Sinn bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute, einen wunderschönen Adventszeit, wunderschöne Adventszeit, Vorweihnachtszeit, genießt die Zeit, auch wenn es ein bisschen besonderes Weihnachten ist, dennoch hält uns das nicht ab, so ein bisschen die Zeit vielleicht zu genießen und bis bald, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, Mika Caravan.